Nach fast 2 Jahren Videoschalten der erste G20-Gipfel in Präsenz. Die Liste der Gesprächsthemen in Rom ist lang. Klimaschutz, Kampf gegen Corona und globale Mindeststeuer. Hier konnte man sich einigen auf eine Abgabe von 15% für Konzerne wie Facebook, Google und Co. Gastgeber Draghi forderte mehr Multilateralismus auch beim Thema Impfen. Wir stehen kurz davor, das Ziel der WHO zu erreichen, bis Ende 2021 40% der Weltbevölkerung zu impfen. Jetzt müssen wir alles tun, um bis Mitte 2022 eine weltweite Impfquote von 70% zu erreichen. 2022. China und Russland fehlten in Rom, schalteten sich nur virtuell zu. Putin warf den Partnerländern Protektionismus vor. Indem sie den russischen Impfstoff nicht anerkennen, bremsten sie die globale Impfkampagne aus, so Putin. Zum Familienfoto wurde Gesundheitspersonal mit aufs Podest gebeten, als Zeichen des Dankes für ihren Einsatz gegen das Coronavirus. Für die deutsche Noch-Kanzlerin Angela Merkel ist es der letzte große Gipfel. Sie tritt mit Wohlbald-Kanzler Olaf Scholz als Duo in Rom auf.